Deutschlands liebste Altersrente jagt Antragsrekorde. Rente mit 63 erreicht neue Höchstzahlen an Rentenanträgen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte stürmt neue Antragsrekorde. Sie kennen ja die Situation. In Deutschland gibt es im Wesentlichen vier gängige Altersrentenarten. Das ist einmal die Regelaltersrente, die Altersrente für langjährig Versicherte, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen und die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, um die es hier in diesem Beitrag geht. Das ist die Altersrente, die man mit 45 Jahren Wartezeit und einem entsprechenden Lebensalter grundsätzlich nur abschlagsfrei erreichen kann. Und diese Altersrente, gerne auch im Volksmund Altersrente mit 63 genannt, jagt auch im Jahr 2023 neue Antragsrekorde. So sagt es unter anderem auch der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in einer Pressemitteilung vom 5.12.2023. Man kann also sozusagen sagen, der Anstieg der Rentenanträge bis zum dritten Quartal 2023 ist so deutlich, dass es einen verfestigten Trend zu dieser abschlagsfreien Altersrente neben der Regelaltersrente gibt. Wir wissen ja, dass die Regelaltersrente zahlenmäßig die höchsten Antragszahlen hat, aber danach eben diese ganz beliebte Form der Altersrente, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, hier dann als zweite Altersrente in Deutschland gilt. Man kann also sagen, dass es für den Antrag oder für diese Antragsflut im Wesentlichen drei Gründe gibt. Und das ist aus meiner Sicht als allererstes die Altersdemografie, ganz klare Geschichte. Zweitens, dass die Menschen noch abschlagsfrei in Rente gehen können und damit auch eine relativ hohe Altersrente bekommen. Also die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist im Auszahlungsbetrag, im Nettoauszahlungsbetrag nach den Statistiken als diese besondere Altersrentenart deutlich höher als die Altersrente für langjährig Versicherte oder schwerbehinderte Menschen oder auch die Regelaltersrente. Und der dritte Grund ist, der jetzt aktuell aus meiner Sicht auch wieder ganz klar nach vorne kommt, ist die Verunsicherung in der Bevölkerung über die allgemeine politische Lage. Das heißt also, die Aussagen, die hier zum Teil von der Politik, auch von der handelnden Politik getroffen worden sind, im Hinblick auf die Abschaffung der Rente mit 63, führt aus meiner Sicht auch dazu, dass die Leute immer mehr, wenn sie das auch können, den Zugang zu dieser Altersrente suchen. Vielleicht sogar noch ein vierter Grund, der mir jetzt gerade noch so einfällt, sind die guten Hinzuverdienstmöglichkeiten neben dieser Altersrente. Aber da kenne ich aktuell keine Zahlen, ob es genau dieser Grund ist oder einer der Gründe sein könnte, die dann zu einem erhöhten Zugang ist. Aber als allererstes, das können Sie sich mal merken, ist es die sogenannte Altersdemografie. Meine Damen und Herren, der Trend ist ungebrochen. Wir hatten das schon mal in einem früheren Video auch schon bekannt gegeben. Das sagt uns letzten Endes nur eins: Wer kann, der soll. Es wird sicherlich für den einen oder anderen Arbeitgeber bitter sein, aber letzten Endes ist es so, ich sage immer, wer kann, der soll, und der sollte auch tatsächlich den Antrag dann in Erwägung ziehen. Aber eines dürfen Sie bitte nicht vergessen: Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte als vorgezogene Altersrente, wenn Sie die also vor der Regelaltersgrenze in Anspruch nehmen, wird immer niedriger sein als dann eine entsprechende Regelaltersrente mit den ähnlichen oder mit ähnlichen Wartezeiten oder letzten Endes dann auch mit ähnlichen Entgeltpunkten. Denn eines ist klar: Wenn Sie vorzeitig in Rente gehen, dann haben Sie auch für die für eine höhere Rente, für eine höhere Regelaltersrente dann eben keine zusätzlichen Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt. Also das soll es gewesen sein. Erstmal nur für Sie als Information: Wenn Sie die Möglichkeit haben, dann stellen Sie einen Antrag. Gucken Sie bitte vorher eine Rentenauskunft rein, ob die 45 Jahre Wartezeit erreicht sind. Wenn ja, dann überlegen Sie sich, sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, ob Sie noch, wenn Sie das wünschen, noch weiter neben dem Arbeitsverhältnis beschäftigt werden, neben der Rente noch weiter beschäftigt werden können. Ja, manchmal gibt es ja da auch Probleme im Arbeitsrecht und im Tarifrecht, dass es da auch zu sogenannten automatischen Beendigungstatbeständen bei vorzeitigem Rentenbezug kommen kann. Aber das ist jetzt nicht Kern dieses Themas, sondern Sie prüfen das einfach mal ab.
Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.